Nicaragua hat nach eigener Darstellung am Montag erste Schritte eingeleitet, um Deutschland, die Niederlande, Großbritannien und Kanada vor dem IGH zur Verantwortung zu ziehen wegen Komplizenschaft oder mutmaßlicher Komplizenschaft bei der tausendfachen Tötung von palästinensischen Zivilisten. Gleichzeitig haben sie in einem offiziellen Kommuniqué erklärt, dass sie Deutschland eine Verbalnote geschickt haben, in dem Deutschland aufgefordert wird, sofort Munition, Waffen und Technologiekomponenten, also diese Lieferung nach Israel einzustellen, um so potenzielle Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu verhindern. Da würde mich interessieren, können Sie A, den Eingang dieser Verbalnote bestätigen, und B, würde mich interessieren, wie gedenkt denn Deutschland auf diese dargelegten Schritte Nicaraguas zu reagieren? Vielen Dank, Herr Warwick, für Ihre Frage. Also wir haben Kenntnis von einer Pressemitteilung. Weitere Schritte darüber hinaus, die Sie andeuten, kann ich hier nicht bestätigen. Und darüber hinaus weisen wir natürlich entsprechend Inhalte der Pressemitteilung zurück. Kurze Nachfrage. Ja, bitte. Zum einen habe ich Sie richtig verstanden, dass es diese Verbalnote nicht bis ins Auswärtige Amt geschafft hat. Dann hätte ich aber trotzdem noch mal eine Frage, weil in dieser Verbalnote argumentiert Nicaragua ja, dass es plausibel sei, dass die unter anderem von Deutschland in Israel gelieferten Waffen, ich zitiere ganz kurz, zur Erleichterung oder Begehung von Verstößen gegen die Völkermordkonvention einschließlich Beihilfe zum Völkermord verwendet werden. Vor dem Hintergrund, dass der IGH ja zum großen Teil das Gesuch Südafrikas angenommen hat, würde mich interessieren, wie Sie diesen Vorwurf Nicaraguas entkräften wollen. Also Herr Warwick, Sie machen jetzt sehr viele Prämissen in einer Kette in Ihrer Frage oder sagen wir mal in Ihrer Stellungnahme. Das ist kein Stängel, ich habe gefragt. Genau, in Ihrer Ansprache. Naja, also wenn ich da mich mal einschalten darf, weil ich ja hier die Sitzungsleitung habe, der Redeanteil, den Sie hatten, da war der Frageanteil relativ kurz und der Einführungsanteil relativ lang. Und ich glaube, das wissen Sie auch ganz gut. Und das ist eigentlich hier im Interesse der Kollegen, die hier Fragen stellen, hält das eben relativ lange auf. Bitte, Sie haben das Wort. Genau, in dem Sinne hatte ich Ihre Frage eigentlich auch schon beantwortet. Wir kennen die Pressemitteilung, alles Weitere ist nicht bekannt und wir haben gar keinen Anlass, entsprechend dies weiter zu kommentieren. Wir weisen die Inhalte der Pressemitteilung zurück. Die Verbalnote ist noch nicht angekommen. Ich habe Ihre Frage jetzt zweimal beantwortet, insofern